Das sind die Parterre-Akrobaten. Parterre? Ganz im Gegenteil. Flying Doyas. Wie bitte? Flying Doyas. Haben Sie nie was von gehört, was? Fliegende Menschen, der Todessturz, Salto Mortale. Ist das da der Fachmann? Nö, nö, ich bin der Vater. Rodolfo! Rodolfo Gambetta! Sag nur, dass diese Person immer noch hinter dir her ist. Rodolfo! Ich habe keine Ahnung, das sind Bernds. Natürlich, du hast keine Ahnung. Rodolfo. Kannst du mir doch nicht erzählen. Francis, deine bitte. Erklärungen kannst du dir sparen. Mach doch keinen so einen Wind, Francis. Die Dame hat im Altersheim ein paar Stunden Urlaub gekriegt. Mir reicht endgültig. Was hat sie denn diesmal Schönes eingepackt? Eine Uhr. Denn Uhr? Geschenk? Was Wertvolles? Gold. Francis hat sie mir beinahe um die Ohren geschlagen. Na, warte, da war doch noch ein Brief. Ein Brief? Ja. In dem Päckchen lag noch ein Zettel. Ich hoffe sehr, dass Ihnen die Uhr Freude macht. Bitte rufen Sie mich doch an. Ich wohne im Hotel Schweizerhof. Ihre Lydia von Auer. Lydia von Auer? Sicherlich uralter Adel. Mensch, hört doch auf. Ich verstehe eure Aufregung gar nicht. So ein Artist wird doch noch meine Aufmerksamkeit von einer Verehrerin entgegennehmen können. Besonders, wenn die schon jenseits von Gut und Böse ist. Das erklärst du mal, Francis. Sie hat die Tür zugeschlagen und geschrien, ich bin ein alter... Na, was bist du denn? Naja, alter Lustmäul. Nur mal im Ernst. Also, was ist an der Sache dran? Wer ist denn diese Dame? Na, keine Ahnung, Carlo. Sie hat in Luzern erst ein Autogramm geschrieben, dann ein paar Mal Kuchen geschickt und jetzt die Uhr. Naja, alles für nichts und wieder nichts? Für nichts und wieder nichts. Und Francis sagt, sie muss die Kinder vor mir schützen und naja. Ach Gott, Schluss jetzt. Du versprichst, an der Angelegenheit ist nichts. Carlo, der Rodolfo würde niemals... Ich spreche mit Francis. Los, Junge, schließ dich an. In Carlos Kielwasser kann dir nichts passieren. Los. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich... Diese Dusche wolltest du wohl Rodolfo verpassen, was? Nein, ich... Hast du einen Moment Zeit? Kannst du mir mal sagen, was das Ganze soll? Was? Na, der Quatsch mit den Augen. Du siehst aus wie eine alte Frau. Ach, das verstehst du nicht. Ich versteh ganz gut. Ja, der Elefantenwärter. Ach, du spinnst. Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Wieso? Ach, du meinst das Kleid. Ich hab gedacht, weil heute Premiere... Was hast du denn mit deinen Augen gemacht? Ach, ich hab gestern Nacht so schlecht geschlafen und da sah ich so elend aus. Und da habe ich ein bisschen nachgeholfen. Knorrige Eiche würde sagen, das Bleichgesicht trägt volle Kriegsbemalung. Gut, sofort wäschst du das ab. Ach, Mami. Sofort, habe ich gesagt, verstanden. Oh, und weil dich gefällt, ich muss mich fertig machen. Und du setzt dich dahin, ja? Du, hinter mir war auch mal eine her, sag ich dir. Briefe, Telefone. Geschenke, ah, ich sei ein Affentheater, war das. Ist dir etwa unangenehm? Oh ja, lästig war das. Einfach zum Kotzen, wenn sie wenigstens hübsch gewesen wäre. Was? Ja, also schließlich schrieb sie, sie würde sich was antun, wenn ich sie nicht erhörte. Na und? Na und? Da habe ich ihr geschrieben, sehr verehrte gnädige Frau, im Falle ihres Ablebens sehe ich mich außerstande, einen Kranz zu schicken, denn ich bin geizig, Carlo Doria. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Du, das hätte aber auch ins Auge gehen können. Hätte. Ja, aber was machen wir nun wirklich mit dieser... Man spricht dich aus. Aus. In Luzern hat sie ihn schon mit Briefen bombardiert und jetzt ist ihm sogar nachgereist. Dass sie ihr Hotel angibt und eine teure Uhr schickt, ist so ein eindeutiges Angebot. Na, wohl einer 80-Jährigen wirst du das ja wohl noch ertragen. Sie ist noch nicht mal 50 und sieht ziemlich gut aus. Und außerdem steht Rodolfo auf so mütterlichen Typen, ich weiß das. Damals auch so glücklich mit dir, nicht? Besser so? Ja, mein Schatz. Aber warum machst du dich so schön? In einer halben Stunde müsst ihr sowieso ins Bett. Ja, ich weiß. Ich bin bald wieder zurück. Papa? Ja? Kannst du mir vielleicht eine Zigarette leihen? Ja, danke. Was hast du gesagt? Bist du verrückt geworden? Wozu brauchst du denn Zigaretten? Eine Wette. Ich habe eine Wette verloren an den Elefantenkutscher. Bitte, Papa. Na, meinetwegen. Oh, danke, Papa. Aber in einer halben Stunde bist du im Bett. Ich weiß.
Merkt ihr was? Was? Sie steht neuerdings auf Elefanten. Was heißt das? Genau gesagt auf Pierre. Der arbeitet da im Stall. Wie alt ist denn dieser Pierre? 15 Jahre alt. Eine ziemliche Flasche. Knorrige Eiche würde sagen, ein Greenhorn von der schlimmsten Sorte. Dann hör mir mal gut zu. Ich habe einen Auftrag für dich. Hier ist ein Franken. Und dafür passt du auf, dass dieses Greenhorn nicht frech wird zu deiner Schwester, okay? Okay. Muss dich natürlich anschleichen, verstehst du? Danke, den Franken kann ich gut brauchen. Meinst du wirklich, dass wir wegen Biggie? Ach was. Ja, aber warum hast du denn Pedro? Sascha, was machst du denn da? Ich schließe ab. Ja, aber warum? Ganz einfach. Ich will nicht, dass dich jemand so sieht, außer mir. Aber Sascha, doch nicht jetzt. Guck doch mal auf die Uhr. Uhr? Die Uhr ist des Menschen ärgster Feind. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht. Goethe. Falsch. Knorrige Eiche, als er sein Flugzeug verpasste. Später mal selber vorführen? Vielleicht. Sag mal, kannst du mir zufällig Feuer geben? Meine Eltern wollen zwar nicht, dass ich so viel rauche, aber wenn man sich's erst mal angewöhnt hat, Angewöhnt? Naja. Soll ich dir mal sagen, wie das aussieht, wenn du rauchst? Einfach lächerlich sieht das aus. Soll ich dir noch was sagen? Mit sowas kannst du mir überhaupt keinen Eindruck machen. Jetzt lass mich bitte in Ruhe, ich muss arbeiten. Ich mag nicht, wenn wir verkracht sind bei der Arbeit. Und die Uhr kann er die behalten? Bist du verrückt? Ich schicke dir morgen zurück und einen saftigen Brief. Was kann ich mir sparen? Deine Haare nun gerade sind oder krumm, das ist doch dem völlig wurscht. Wem? Du hast schon wissen. Hast du gelauscht? Tina, bist du verrückt? Ich denke, ihr schlaft. Bei uns drüben geht immer einer um den Wagen. Quatsch. Doch, bestimmt. Komm mal mit rüber. Habt ihr Angst? Ja. Mal gucken. Ich hol mal schnell meinen Colt. Thank you.
ist ja alles gut. Mickel, die Luft ist rein. Sensationellen Todessprung, ausgeführt von Francis Doria. Wir bitten um absolute Ruhe. Noch ganz schnucklig. Wer? Rodolfos Lydia, hast du nicht gesehen? War da? Natürlich war da. Ehrenloge. Was hat dich das eigentlich gekostet, Schwager? Jedenfalls kostet mich wenig, dich aufs Maul zu hauen. Ist das schon gut? Nach der Vorstellung gibst du ihr die Uhr zurück und sagst ihr, wir wollen nie wieder was von ihr hören. Ist das klar? Na, Carlo, ein schnelles Bier. Das ist ein Einfall. Hallo, was machen Sie denn da? Hallo, stehen bleiben. Sie sollen stehen bleiben. Francis, was ist denn? Ein Mann. Hier war eben ein Mann in unserem Wagen. Er ist mir heute Nachmittag schon mal aufgefallen. Tino. Tino. Was ist denn mit Tino? Die Kinder sind nicht da. Tino und Paolo sind bei uns, Francis. Erst dachte ich, das wäre nicht so laut. Das wäre eine Ausrede, weil er keine Lust hat, allein zu pennen. Und dann haben wir die beiden eben rübergeholt. Ich habe dann noch den ganzen Wohnwagen abgesucht, ich habe aber niemanden gefunden. Wahrscheinlich hat er doch gesponnen. Ich habe nicht gesponnen. Nein, Pedro, er hat nicht gesponnen. Eben kam ein Mann aus unserem Wagen, ich habe es genau gesehen. Ob er was gestohlen hat? Bei uns gibt's nichts zu stehen außer Babywäsche. Du musst doch aber nachsehen. Meine Damen und Herren, du passt auf die Kinder unsere nächste Nummer kommt aus Thailand. Sie sehen die Charlie Brothers. Gefälligst still! Was ist denn hier los? Na, irgend so ein Kerl war in Rodolfos Wagen. Was geklaut? Ja, gucken gerade nach. Ja, und die Kinder? Waren bei uns. Du, in München ist großer Stunk. Mit Nina? Nee, Mischa und Henrike. Carlo überlegt sich, ob er morgen rüberfahren soll. Helga hat gerade angerufen. Ja, stimmt so. Abend, Frau. Übrigens, Wischer. Was ist? Es fällt schon langsam auf, dass Sie immer nach der Pause herkommen. Wenn der Alte das merkt, gibt es einen riesen Ach, der Alte kann mir. Was? Ich meine, der Alte soll sich nicht künstlich aufregen. Ich bin schon pünktlich. Herein. Weißt du, wie spät es ist? Ja, danke. Wo warst du denn wieder? Wartest du darauf im Ernst eine Antwort? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, ja, ich weiß, du machst dir Sorgen. Um jeden Scheißdreck machst du dir doch Sorgen. Aber keine Angst, ich habe dich getrunken, falls du das meinst. Wie Ach, hör dir auf damit! Diese ewige verlogene Fürsorge ist ja nicht mehr zum Aushalten. Aha, du findest nicht mehr zum Aushalten. Aber wie ich es finde, das ist dir egal, wie? Ist wieder Streit? Ich will gar nichts außer meiner Ruhe. Aber die lässt du mir ja leider Doch, nicht. Das ist ja wohl ein Ding. Wer kommt denn an wegen jedem Dreck? Wer will denn wegen jedem Dreck eine Aussprache, du oder ich? Der ganze Zirkus lacht doch über dich. So meinst du? Soll ich dir mal sagen, was der ganze Zirkus denkt? Dass du ein eitler, egoistischer, humorloser Mensch bist und dass... Moment mal! Jetzt rede ich. Monatelang habe ich mir deine Besserwisserei mit angesehen, aber... Ach, du meinst, weil ich unsere Nummer aufgebaut habe?
Weil ich gesagt habe, so wird's gemacht und nicht anders, weil ich nämlich weiß, was beim Publikum ankommt. Aber pardon, vielleicht hätte ich dir öfter sagen müssen, dass du selbstverständlich der Chef bist und ich bloß deine lächerliche Zielscheibe. Aber du vergisst, mein Kind, dass du nur durch mich das geworden bist, was du heute bist. Ein Star in der Manege. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann säßt du heute noch in dem Haus in Solothurn und würdest Kinder hüten. Ja, du. Immer nur du. Aber vielleicht fragst du dich einmal, was du wärst ohne mich. Eine verkrachte Existenz, ein Mensch, der vor Selbstmitleid weint und seinem Vater auf der Tasche liegt. Raus. Nicht wahr, das willst du nicht hören. Ich hab gesagt, raus, oder es passiert ein Unglück. Du willst mir drohen? Meinetwegen kannst du mich verprügeln, das macht keinen Unterschied mehr. Du hast sowieso schon alles kaputt gemacht. Wenn du mir nicht leid tätest, müsste ich dich hassen. Das heißt, ihr könnt nicht mehr auftreten. Das bedeutet, dass jetzt endgültig Schluss ist mit uns. Immer wieder habe ich versucht einzulenken, hab alles heruntergeschluckt. Aber irgendwann kommt ein Moment, wo es einfach nicht mehr geht. Mischa ist in letzter Zeit unerträglich geworden, das wissen Sie selber sehr genau. Und Sie erwarten jetzt von mir, dass ich rausgehe und sage, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte, zwei meiner Artisten haben sich gezankt, die Nummer muss leider ausfallen. Herr Kogler, ich kann mit Mischa nicht mehr auftreten, das ist mein Ernst. Ich weiß ja, ihr seid keine Beamten, ihr seid Artisten, ihr seid nervös, ihr seid empfindlich, ihr seid temperamentvoll, aber ihr habt einen Vertrag mit mir und ich verlange, dass dieser Vertrag erfüllt wird. Sie verlangen von mir, dass ich in diesem Zustand auf Mischa schieße? Ich verlange von euch Disziplin, das ist alles. Also, wie bitte? Masche, dass die zuerst daneben geschossen hat. Meinst du? Ist doch klar, die wissen, auf was sie ankommt. Ich habe mir die Nummer eben angesehen. Na und? Waren Sie zufrieden? Die Nummer wird abgesetzt. Danke, geht schon. Entschuldigen Sie, wo sind denn die Wagen von den Dorias? Danke. Einen verdammten Mischner, Junge. Ja, was ist denn? Ich denke, ihr seid in München. Nicht mehr. München ist Sense. Was heißt das? Kugler hat uns den Vertrag gekündigt. Aber von heute auf morgen? Das kann er nicht. Dagegen könnt ihr... Doch, Carlo, das kann er. Wir werden genau nichts dagegen unternehmen. Im Gegenteil, ich bin sogar froh, dass es endlich vorbei ist. Aber ihr habt doch jahrelang... Heute wollte ich nach München fahren, wollte sehen, was ich in Ordnung bringen kann. Helga hatte mich angerufen auf einmal. Bin ich da und du brauchst gar nicht nach München zu fahren und in Ordnung zu bringen, brauchst du auch nichts. Es ist nämlich alles in Ordnung. Henrique und ich, wir haben uns getrennt. Das war höchste Zeit. Und eure Nummer? Ihre Nummer, Carlo. Ihre Nummer. Beachte den feinen Unterschied. Das war Henriques Nummer. Wir haben sie zwar gemeinsam aufgebaut, aber es war ihre Nummer. Ob sie dabei auf mich schießt oder auf irgendjemand anders, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ihr habt euch verkracht. Ja. Wir haben uns gegenseitig ein paar Wahrheiten gesagt und nun ist es beiden besser. Abgesehen davon habe ich mich die ganze Zeit in der Rolle nicht mehr wohlgefühlt, aber das weißt du allein.
Ja, ja, das weiß ich. Ja, was ist denn nun? Ich meine... Ach, du meinst, was ich jetzt machen werde? Brauchst du Geld? Nein, Karl. Ich brauche mal kein Geld zur Abwechslung. Ich habe mich schon seit einigen Monaten nach einem anständigen Job umgehört und ich fliege heute Nachmittag nach Marokko. Oh, Tierfang. Damit bist du doch schon mal auf der Straße gefallen. Nein, Karl, kein Tierfang. Öl. Öl? Ja. Weißt du, ein Schwede hat mir von so einer Versuchsbohrung erzählt, ziemlich abgelegen. Und das Problem liegt in der Nachschubversorgung. Ja, was tust du da? Ich werde dir diesen Nachschub organisieren. Mit einer Hand? Karl, ich habe gesagt, organisieren. Ich habe mich vor einiger Zeit bei denen beworben und sie haben mich angenommen, trotzdem. Ich kenne mich schließlich da unten aus. Micha, das ist doch wieder eines. Von deinen idiotischen Projekten, dass ich früher oder später an den Rand des Kitchens bringe. Nein, nein, das meine ich doch nicht. Carlo, du musst dir keine Sorgen machen. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Ich bin schließlich nur hergekommen, um mich von euch zu verabschieden. Und außerdem will ich wissen, wie es den Kindern geht. Es ist alles in Ordnung. Die Premiere war gut. Na prima. Die Kinder sind gesund. Du, komm, wir trinken was. Hau ruck! So, komm, nochmal. Eins, zwei und drei. Ja, so ist gut, ja. Rodolfo? Ja? Wo ist die Uhr? Was für eine Uhr? Was für eine Uhr? Weiß ich doch nicht, was du sie denn hingelegt. Ich hab sie überhaupt nirgends hingelegt. Du hast sie nämlich gehalten. Hör mir zu, bitte, ja? Und wo ist sie jetzt? Ja, ich weiß wirklich nicht. Francis, hört auf, von dämlicher Uhr zu reden. Mach lieber Frühstück. Wir beide haben Hunger. Rodolfo, die Uhr ist nämlich weg, verstehst du? Gestohlen von diesem Kerl, der gestern Nacht, als die Kinder bei Biggie waren. Was? Gestohlen, meinst du? Ja. Hast du schon gehört? Bei uns ist gestohlen worden. Was ist los? Wisst ihr noch, der Mann gestern Abend, der mit den langen Haaren, als wir vom Chapiteau kamen? Aber was ist gestohlen worden? Ja, die Uhr, Lona, die Uhr. Welche Uhr? Ja, die Uhr. Ach, die Uhr. Ist doch fabelhaft, Mann. Hat die liebe Seele ruft. Von wegen. Rodolfo sollte sie heute zurückschicken. Mit einem entsprechenden Brief. Ja, und was ist jetzt? Ich gehe sofort zu Herrn Weller und melde dich. So? Zigarette? Nein, danke. Ich versuch's mir abzugewöhnen. Ach so. Sag mal, hast du mir nicht mal gesagt, du hast früher mal mit Raubtieren gearbeitet? Was heißt gearbeitet? Ich hab Tigerlili beim Füttern geholfen, beim Pflegen und so. Ach, Angst hast du also nicht? Angst? Was ist denn das? Komm mal mit. Komm da. Jetzt leg dich hin, wenn du Mut hast. Danke. Leg die Arme an. Ich muss etwas mehr. So, jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Sandri, Lift. Lift, Sandri. Sandri, Lift. Lift. Sie sagen, Sie würden ihn wiedererkennen. Ja, weil er mir ja schon am Nachmittag aufgefallen ist. Immer war er um die Wagen herum. Hat ziemlich lange Haare. Ich glaube, ich habe ihn schon mal bei den Pferden gesehen oder bei den Kamelen. Ein besonders langhaariges Exemplar haben wir hier. Ist Elefantenwert. Na, hättest du nicht gedacht, was? Ja, ich muss sagen, du hast Mut. Gottfried! Gottfried, kommen Sie doch mal her! Ist er das? Ja, ganz bestimmt. Also, Schmuckli. Wo ist die Uhr? Für eine Uhr? Komm, 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 mach keine langen Sprüche. Ja, wo die Uhr ist, will ich wissen, die du gestern Nacht bei den Dorias gestohlen hast. Was? Ich gestohlen? Aber das ist dann gut. Hat sie überhaupt direkt gestohlen? Ich hab doch gesehen, wie sie gestern Nacht aus unserem Wagen gekommen sind. Ich hab sie angerufen, da sind sie weggerannt. Gestern Nacht habe ich Stahlwache gehabt. Herr Pierre, sag du ihnen, dass ich die Stahlwache gehabt habe. Ja, schon. Und dass den Stein nie verlassen. Hast du dafür Zeugen? Na los, sag's doch. Er sagt, dass er die ganze Zeit im Stall war. Na los, Louis! Bei uns macht jeder seine Arbeit, Herr Weller. Da passt nicht jeder auf den anderen auf. Ach so, du meinst, du kannst mich loswerden, wenn du mich nicht deckst? Aber ich will dir was sagen. Da geh ich von ganz alleine. Mir reicht's. Wieso so ein Scheißladen hier? Und dann auch noch diese Verdächtigung. Jetzt pass mal auf, mein Junge. Lassen Sie ihn, Rodolfo. Mach doch euren Dreck alleine. Mir reicht's. Aber das wird euch noch leid tun. Die werden noch von mir hören. Tja. Der Fall dürfte klar sein. Leider haben wir immer noch nicht Ihre Uhr. Wenn wir es der Polizei melden, könnte man eine Hausdurchsuchung veranlassen. Wozu?
Bis dahin hat er die Uhr längst weggebracht. Trotzdem vielen Dank für Ihre Hilfe. Nichts zu danken. Den Schmuckli sind wir auf alle Fälle los. So ein Glück. Arbeiten wollte der sowieso nie. Vicky, was machst du denn hier? Och, ich hab hier ein bisschen zugeguckt. Seit wann interessierst du dich denn für Elefanten? Mal was anderes. Aha, mal was anderes. Ach, lassen Sie nur, mich stört sie nicht. Schließlich ein Ferngespräch und Sie wissen doch, wie Caro. Na ja, hätte er doch eine Voranmeldung machen können, oder? Herr Doria, Moment, ich übergebe. Carlo? Ja, ich bin's. Was ist denn? Ja, Enrique, Micha war bei mir, hat mir alles erzählt. Ich wollte dich nur anrufen und wollte dir sagen, wie leid es mir tut. Ist ein Stinkstiefel, mein Sohn, ich weiß es ja. Aber immerhin ein erwachsener Mensch. Und ich glaube, es ist auch besser so für euch alle beide. Das glaube ich auch. Jedenfalls nett, dass du anrufst. Ja. Och, ich würde mal sehen, es eilt nicht so. Ich ruhe ein paar Tage aus und dann, Herr Kogler wollte sich auch drum kümmern. Ich kann doch mal mit Jakobsen telefonieren, der weiß doch immer was. Na ja, also jedenfalls, wenn du Hilfe brauchst, dann ruf mich an. Halt, Moment mal. Du, ruf doch mal Nina an den Apparat. Die fängt doch heute mit den Rastellis an, das ist doch der erste Tag. Vigo, der möchte ja gern guten Tag sagen und Hals- und Beinbruch wünschen. Helga, rasch, Vigo will Nina sprechen. Nina? Na, die ist doch mit Petersen beim Angeln, heute ist doch Montag. Carlo? Nein, Nina ist nicht da, sie ist beim Angeln mit Petersen, das ist unser Pressechef. Na, Herrschaften, hat's euch geschmeckt? Danke, gut. Noch hat es sehr gefällig? Nein, danke. Kaffee? Dankeschön. So bin ich neugierig, ob du heute Nachmittag mehr Glück hast mit Fisch. Mm, die Fische beißen bei Regen nicht. Nein? Das haben sie mir jedenfalls fest versprochen. Um zu sehen, dass die Fische nicht beißen, bist du 300 Kilometer gefahren. 320 Kilometer. Und um dir über dein Lampenfieber hinwegzuhelfen. Ich habe kein Lampenfieber. Außerdem, die Rastelle sind sehr nett. Sag mal, ist das nicht ein komisches Gefühl, eine eigene Nummer aufzugeben, um dann in einem Ensemble weiterzuspielen? Ich hätte nicht gedacht, dass du das kannst. Du meinst, ein Solist ist ein Solist und stirbt als Solist. Ich bin schon früher gestorben. Meine Nummer war nicht gut. Leute haben nicht mehr gelacht. So ist besser. Außerdem, mein Ehrgeiz ist nicht so groß. Das merke ich immer mehr. Ich hab dich sehr lieb. Martin, wir können nicht so weitermachen. Und warum nicht? Du weißt ganz genau. Ja, ich weiß, Vigo Doria. Er will mich heiraten. Ach, will er das wirklich? Wer sagt das? Martin. Ja, natürlich, die Spatzenpfeifens von den Dächern. Vigo und Nina, das Liebespaar des Jahrhunderts. Wann hat er dich zum letzten Mal angerufen? Wann hat er dir geschrieben? Gestern? Vorgestern? Vor einer Woche? Er schreibt nicht mal gerne. Ja, ich weiß. Dafür tut er andere Dinge umso lieber. Was wirst du damit sagen? Nichts, was du nicht weißt. Liebst du ihn? Ja. Ich glaube ja. Du glaubst? Ja. Wie soll ich das wissen, wenn wir uns nicht sehen? Aber Nina, euer Verhältnis ist ein Gewohnheitsverhältnis. Seit Jahr und Tag seid ihr ein festes Paar, nur ihr macht keinen Gebrauch davon und jeder tut, was er will. Das ist nicht wahr. Nein? Nein. Hör mal, Nina, ich fahre morgen nach Bern. Warum kommst du nicht mit und sprichst mit ihm? Mit Vigo? Ja, sag ihm, dass du jetzt endlich Klarheit haben musst, weil... Ja, weil da in München jemand ist, der dich gern heiraten möchte. Martin. Oder könntest du dir das nicht vorstellen? Was ist? Aufgeregt? Ein bisschen. Ach, mach doch nichts. Wenn du nicht mehr weiter kannst, haust du mir ein paar Ohrfeigen. Ist immer gut. Danke. Nina, komm. Komm. Also, toi, toi, toi. Das hat schon vorhin jemand gesagt. Kogler? Nein, Vigo. Er hat angerufen. Ja, hast du ihm gesagt, dass wir morgen kommen? Nein, kann ich das nicht am Telefon? Meine Damen und Herren, komm, du musst jetzt raus. Stolz darauf, Ihnen weltberühmte Clowns präsentieren zu können. Die Rastellis! Thank you.
Sack. Raus! Hey, Scheiße. Oreste, ja. Nimm deine Gitarre, jetzt spielen wir. Setz dich. Raus! Ist nichts passiert. Oreste, die Gitarre ist ganz. Jetzt spielen wir. Setz dich wieder hin. Na, wie sieht's denn aus? Gut, Herr Vogler. Man kann sogar sagen, sehr gut. Prima Kerl, die Nina. Bei den Rastellis mitzuschwimmen ist natürlich auch eine dankbare Aufgabe. Ich habe mit meiner Bemerkung nicht Nina als Clown gemeint, Herr Gordon. Sag mal, was machst du denn? Habt ihr euren Auftritt verschoben? Ist nicht verschoben. Hast du durchgefallen? Nein, wir haben große Erfolg gehabt. Leute haben sehr gelacht, auch über mich. Na Gott sei Dank, ich gratuliere dir. Aber was willst du nun wirklich hier? Ich meine, weiß der Kogler, was ist mit der Abendvorstellung? Nein, Kogler weiß nicht, aber wir sind nachmittags wieder zurück. Herr Pedersen hat mich mitgenommen. Er hat hier zu tun. Ach so ist das. Ja. Carlo, ich muss Vigo sprechen. Nun, das kannst du ja nicht. Der Wagen ist hier gleich in der Nähe. Komm, ich zeige ihn dir. Ja, aber er ist nicht da. Nein? Na ja, no, dann wird er ja. Wo soll er denn sein? Ja, wird er jeden Augenblick wieder hier sein. Ja, bestimmt. Ja. Weißt du was? Wir gehen rein. Du kochst eine schöne Tasse Kaffee. Meine Kinder, die schlafen ja wieder bis Mittag. Kein Schwein kümmert sich um mich. Hallo Molly. Du, ich brauche noch zwei Freikarten für die Abendvorstellung. So, kommen deine Freunde neuerdings Barbies? Kein Grund zur Eifersucht. Ist für den Automonteur und seine Frau auf den Namen Kibbutz an der Abendkasse, ja? Danke. Herr Dorian! Einen Moment bitte. Hallo Pedersen. Hat Nina schon mit Ihnen gesprochen? Was denn? Ist die auch hier? Wir sind zusammengekommen. Verstehe. Kleine Lustreise in die liebliche Schweiz. Haben Sie einen Moment Zeit? Machen Sie es doch nicht so spannend. Was gibt's denn? Sie wissen vielleicht, dass Nina und ich in der letzten Zeit ziemlich häufig zusammen waren. Lieben Freunde halten mich auf dem Laufenden. Vielen Dank. Gehört wahrscheinlich zu Ihrem Beruf, die Betreuung alleinstehender Künstlerinnen. Wenn ich, Herr Pedersen, finden Sie das fair? Sie wissen doch genau, dass ich hier in Bern sitze und mich gar nicht um Nina kümmern kann. Ich wüsste gern, ob Sie sich kümmern würden, wenn Sie in München wären. Und das ist genau die Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Vielleicht drücken Sie sich mal etwas deutlicher aus. Gern. Ich möchte Nina heiraten. Deutlich genug? Sie wollen... Ja, und um Ihnen das zu sagen, bin ich hier, sind wir hier. Fabelhaft. Kaum dreht man den Rücken, schon ist es passiert. Ich weiß nicht, was Sie mit passiert bezeichnen, Herr Doria. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Nina sich einwandfrei verhalten hat. Ich weiß nicht, ob Sie das von sich behaupten können über die letzten Monate. So weit kommt es auch noch Moralpauken. Wissen Sie, was Sie mich können, Herr Pedersen? Sie können mich kreuzweise. Bevor ich diesem Gedanken näher trete, sprechen Sie vielleicht einmal mit Nina. Sie wartet sich auf Sie. Hey Franzis. Ja? Du bist doch so geschickt mit Nina, meine ich. Ja? Könntest du mir vielleicht helfen, mein Kleid ein bisschen umzunähen? Bisschen kürzer, meine ich. Kürzer? Na, sag mal, du spinnst wohl. Alle haben doch so kurze Kleider und du doch auch. Ja, und du musst aufpassen, dass du nicht stolperst über deinen Saum. Außerdem ist kurz gar nicht mehr modern. Na, und du? Ich habe einen altmodischen Mann. BG.
Es ist wegen dem Elefantenjungen, stimmt's? Quatsch. Vielleicht findest du irgendwo einen hübschen Gürtel. Damit kann man nämlich jedes Kleid auf jede gewünschte Länge kriegen. Du bist ein dufter Typ, Francis. Du, Francis, hast du Nina gesehen? Nina? Ja, ja, die muss hier irgendwo sein. Vigo, Nina ist hier bei mir im Wagen. Nina ist hier? Ja, ist hier. Ja, wieso? Wann ist sie denn gekommen? Aha. Hallo, Vigo. Reizende Idee, dieser Besuch. Vigo, ich wollte dich was... Danke, bin schon informiert. Herr Petersen war so freundlich. Na und, was sagst du? Was ich sage? Herzlichen Glückwunsch soll ich wohl noch sagen, oder? Ist das alles? Bitte sag du mal was. Vigo, ich möchte wissen, wie steht's mit dir? Ich meine, mit uns. Das überlegst du dir reichlich spät. Aber ich warte schon seit sehr lange, dass wir uns... Ja, das Warten ist dir aber nicht besonders schwer gefallen. Ist er wenigstens talentiert, der Herr? Vigo. Vigo. Ich hab schon gehört, wie triefend edel ihr alle seid. Ach, erzähl das doch deiner Großmutter. Na schön. Wie du willst. Ja, und da hat... Nina! Vigo! Komm mal her! Willst du mir nicht mal erklären, was das soll? Ja, die Dame wird heiraten. Einen Pressechef namens Petersen. Und du, Idiot, lässt das zu? Mit vollendeten Tatsachen hat man sich abzufinden. Was hat man? Ach, sie hat dir doch sicher erzählt, was los ist. Was hat sie dir erzählt? Ach, spar deine Luft. Dann bist du auch noch beleidigt. Monatelang hast du dich nicht um Nina gekümmert. Dann kommt jemand, der sich für sie interessiert und bumps, da schnappst du ein und bist beleidigt. Ach, bin ich nicht. Ach, du bist beleidigt. Gekränkt in deiner Eitelkeit und zu dämlich, um zu kapieren, warum das Mädchen hierher gekommen ist und was sie von dir hören wollte. Guck mal, Francis, findest du es nicht so auch viel besser? Was ist denn los? Nichts Besonderes. Also hör mal, Kinder, ich bin doch nicht verrückt. Wieso? Na, die Uhr kostet 350 Franken. Donner Wetter, die Dame hat was investiert. Alle Achtung. Ja, aber was wird jetzt? Na, ganz einfach, ich gehe zu ihr ins Hotel und sage, Uhr ist gestohlen, basta. Ja, und dann nimmt dich, steckt dich in Bett und sagt, macht nichts, basta. Quatsch doch keinen Blödsinn. Weißt du, wie Frauen sind im gewisses Alter? Nein, aber vielleicht erklärst du sonst, obwohl du ja noch nicht ganz im gewisses Alter bist. Naja, was meint ihr, soll ich lieber nicht hingehen? Aber ich habe Francis versprochen, sonst kommt die jeden Tag in den Zirkus. Du gehst. Du sagst dir einfach, was los ist. Dass du glücklich verheiratet bist, zwei Kinder hast, vielleicht schon bald drei oder vier. Was? Na klar, übertreib ein bisschen, aber lass dich auf keine Diskussionen ein. Und wenn du in 5 Minuten nicht wieder da bist, dann holen wir dich raus. Ja. Du kannst dir auch sagen, dass deine Frau ganze Tag rumläuft und großen Hammer sucht. Herein. Herr Gambetta? Ja, bitte. Bitte nehmen Sie Platz, ich bin sofort Dankeschön. Da. Dankeschön. Mein Liebe, endlich. Ich habe es gewusst. Ich wollte nur sagen... Rodolfo, komm, setz dich zu mir. Was wolltest du mir sagen? Dass die Uhr leider gestohlen ist. Eine schöne Hand hast du. Und fest. Kannst zupacken, nicht? Die Uhr ist gestohlen. Ja, wieso? Das macht doch nichts. Ich werde dir eine neue schenken. Ich habe so viel Geld, mein Lieber. Geld genug für uns beide. Was? Ja, wir wollen reisen. Wir werden in den schönsten Hotels wohnen. Und du wirst mich begleiten als mein Page. Ja, aber warum denn gerade ich? Da gibt es doch genug andere. Ich habe dich gesehen und erwählt. Erwählt? Ich habe keine Zeit dazu. Ich bin verheiratet. Ach. Glücklich verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Vielleicht sogar bald 3. Ich weiß, du hast eine Frau mit dunkelbraunem Haar und 2 Jungs. Tino heißt der älteste Junge. Ein entzückender Junge. Ja, aber... Aber woher wissen Sie denn das? Ich weiß noch viel mehr von dir.
Und es stört mich überhaupt nicht, dass du verheiratet bist. Ich bin sehr großzügig. Aber meine Frau nicht? Nein. Nein. Du gehörst mir. Arme Francis. Hm? Und die Kinder. Sag mal, spinnst du? Hier geht's darum, dass einer Verrückten die Meinung gesagt wird. Das wird Rodolphe ja wohl gerade noch schaffen. Vielleicht will er gar nicht. Was? Na, schaffen, wie du sagst. Ach komm. Vielleicht ist ihm das Ganze äußerst angenehm. Jetzt spinnst du aber wirklich. Na, wieso denn? Sie ist doch sehr hübsch. Sie empfängt ihn in wunderbare Negligé, gibt ihm was zu trinken, lässt Träger rutschen. Du hast die Fantasie einer Zwölfjährigen. Sie nimmt ihn bei der Hand, schaut ihm ganz tief in die Augen und flüstert. Na, endlich. Was denn? Da kommt er, aufrecht wie ein Mann und offenbar nicht verführt. Sehr enttäuscht. Na, was Mann, Mann. Was war denn? Wie in einem Schundroman. Negligé? Und ob. Na, was habe ich gesagt? Alle Fenster zu, alle Vorhänge zu. Und schon hast du doch Bescheid gesagt. Und schließlich habe ich ihn mit der Polizei gedroht. Und Sie? Na, und Sie sagt als Letztes, mein Lieber. Was hält denn der Platz? Vielleicht macht der Motorradgruppe einen Ausflug. Sag mal, kannst du nicht still liegen? Prost! Was ist denn das für ein Krach da draußen? Rocker auf Motorräder. Wenn es so weitergeht, wenn ich die Vorstellung stören, dann wird es eine ganz schöne Prügelei geben. Dorige Eiche ist allzeit hier. Dorige Eiche bleibt im Wagen und im Bett. Verstanden, sonst blitzt. Vicky, wo ist Tino? In seinem Bett. Ist er nicht. Ich habe gerade Francis gesprochen. Die kann ihn schon wieder nicht finden. Ich habe dir doch gesagt, du sollst aufpassen während Vorstellung. Bin ich sein Kindermädchen? Du, werd nicht frech gefälligst, ja? Sonst blitzt. Die stören doch die ganze Vorstellung. Ich habe die Polizei verständigt. Sie schicken auf alle Fälle ein Kommando vorbei. Polizei? Ist die gekommen, wenn nur noch Schluss wird? Polizei, das machen wir selber viel besser. Ist das nicht der Schmuckli? Schmuckli? Natürlich, ich habe ihn vorgestern rausgeschmissen. Ja, jetzt dürfte der Fall wohl klar sein. Der Herr will sich rächen. Freddy Knie Junior zeigt Ihnen als einziger Schulreiter der Gegenwart auf seinem andalusischen Hengst Barzi die hohe Schule ohne Zaum und Sattel. Dieser Kerl, ich habe ihm ausdrücklich verboten, den Wagen zu verlassen. Jetzt gibt's aber Prügel, das sage ich dir. Jetzt fahren wir erst mal suchen. Tino! Tino! Hallo, wo wollen Sie hin? Was suchen Sie hier? Liebste, bemühen Sie sich nicht. Wir sind doch alle Suchende, oder glauben Sie nicht? Was? Mein Mann hat Ihnen doch ausdrücklich verboten, bitte, dass Sie noch mal... Rodolfo Gambetta. Rodolfo Gambetta? Oh, der verbietet mir nichts, mein Kind. Dem Glücklichen ist alles erlaubt. Die Welt wird nie das Glück erlauben. Als Beute wird es nur erhascht. Entwenden musst du so darauf, ehe dich die Missgunst überrascht. Rodolfo war doch heute Nachmittag bei Ihnen, im Zimmer, in Ihrem Hotel. Erlauben Sie mal. Ich empfange in meinem Zimmer keine Herrenbesuche.
Wagen Sie es nicht, mich noch einmal anzusprechen. Ich bin solchen Verleumdungen nicht gewachsen. Und überhaupt, wie laufen Sie eigentlich herum? Schämen Sie sich denn nicht, so herumzulaufen? Die gehört ja in die Klapsmühle. Reißen doch immer mal aus. Vielleicht hat er sich irgendwo versteckt und lacht über uns. Nein, nein, Herr Weller, der Junge läuft nicht einfach davon. Da kennen Sie den Bengel aber schlecht. Oder er hat was ausgefressen, dass er Angst vor Strafe hat. Nein, hat er nicht. Das weiß ich wirklich nicht mehr, wo wir noch suchen sollen. Es ist vielleicht doch besser, wenn wir die Polizei, die Kripo benachrichtigen. Er kann doch nicht einfach verschwunden sein. Vicky, wann hast du Tino zum letzten Mal gesehen? Überhaupt nicht. Wir waren noch schon im Bett, als ihr zum Auftritt rüber seid. Wir haben gelesen und nichts gehört, bis dann der Radau anfing. Wisst ihr, was ich gehört habe? Bei dieser Bande war der Schmuckli dabei. Schmuckli? Ja, der die Uhr gestohlen hat. Ich habe ihn am nächsten Tag rausgeschmissen. Wahrscheinlich wollte er sich heute Nacht mit diesem Spektakel rächen. Wahrscheinlich nicht nur bei Ihnen. Was heißt das? Ich habe ihm doch neulich fast eine geschmiert und er hat geschrien. Wir sehen uns noch, wird euch leid tun. Vielleicht hat er Tino mitgenommen, um uns ein bisschen Schrecken einzujagen. Das wäre ja entsetzlich. Weiß man, wo dieser Schmuckli wohnt? Kati, es Bier. Ja, genau, deswegen sind wir hier. Wo ist der Junge? Ich weiß nicht. Vor allem mit einem Mädchen. Aber der Junge ist, will ich wissen. Ich weiß nicht, wo die Uhr ist. Was denn eigentlich? Hä? Wir wollen wissen, wo du wohnst. Gasse 6. Na ja, ich da gewesen. Sogar gezeini. Aber von einem Kind, da wissen wir nichts. Nein, nein, also da wissen wir absolut nicht. Er wohnt ja noch nicht lange da, aber es ist auch nie etwas passiert, sicher nicht. Ich sag einfach, was los ist, wir sind anständige Leute. Was ist das denn so? Wissen wir doch alles nicht. Wieso denn? Wieso? Ja. Weil er ausgeflogen ist aus dem Zirkus. Die Uhr ist hier. Vielleicht hat er sich rächen wollen, hat das Kind mitgenommen, als hier versteckt. Jedenfalls ist der Junge verschwunden. Irgendwo muss er ja sein. Sie können dafür nichts. Ja, nicht. Moment mal, die Verrückte war doch vorhin auf dem Gelände. Frau von Auer? Und sie hat irgend so einen Blödsinn verzapft von Suchen und Glück. Du meinst? Das wäre ja entsetzlich. Und du meinst wirklich, dass Tino mit ihr mitgehen würde? Verrückte sind unberechenbar. Wer weiß, was sie mir erzählt hat. Hotel Schweizerhof. Oder sollen wir lieber gleich die Polizei benachrichtigen? Ich denke, wir gehen hin. Bleibst du bitte bei Carlo, ja? Frau von Auer, die ist abgereist, so gegen 10 Uhr. Allein? Haben Sie kein Kind bei ihr gesehen? Ein Kind? Das weiß ich nicht. Draußen wartete ein Taxi auf Sie. Aber die Dame hat doch eine Anmeldung ausgestellt. Wissen Sie denn nicht die Adresse? Die Adresse, ja. Ja, die habe ich aufgeschrieben. Ja, sie will die Post nachgeschickt haben. Dabei hat sie die Post bekommen. Da. Luzern, untere Gasse 14. Luzern, das sind 100 Kilometer. Ich fahre hin, auf jeden Fall. Ja, was wollen Sie? Sehr spät um diese Zeit. Wir möchten gerne mit Frau Lydia von Auer sprechen. Die wohnt doch hier. Ja, die andere da, meint sie, diese verrückte Baronin. Ja, die wohnt schon da.
So vor einer halben Stunde ist sie zurückgekommen. War sie allein? Nein, nein, ein Bube war bei ihr. Der Neve hat sie gesagt. Das ist mein Junge. Können Sie uns mal raufbringen zu der Baronin? Wenn Sie meinen. Ich greife da oben, kommen Sie hoch. So, da wohnt sie. Kommen Sie nun, kommen Sie. Nicht mit Vorrede aufhalten, wenn wir nachher trotzdem auf dem falschen Dampfer sind, ne, können wir uns ja entschuldigen. Dann klingeln wir mal. Wer ist denn da? Excuse, Madame. Machen Sie doch einmal auf. Da ist die Frau Stutz. Wer ist denn da? Entschuldigen Sie, geben Sie mal sofort den Jungen heraus, Frau von Auer. Was fällt Ihnen ein? Wer sind Sie eigentlich? Hilfe! Hilfe! Ruhe! Tino! 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 Mein Tino, mein Junge! Mein Tino! Mami, wo kommst du denn her? Hallo, Carlo! Hallo, Tino! Carlo, in der Küche sind 6 Wellensittiche und 3 Katzen. So was. Was wollen Sie hier? Das ist mein Kind. Ihr Kind? Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Komm, Tino, zieh dich an. Komm. Und Sie haben sie nicht gehört? Das Kind gehört mir. Ich rufe die Polizei. Beruhigen Sie sich doch. Nur weg hier. Komm, ganz. Spinnt die? Na ja, schon manchmal ein bisschen. Holen Sie die Polizei. Holen Sie lieber einen Arzt. Sie sollen die Polizei holen! Ja, ja, Madame. Eins nach dem anderen bin ich gesprengt. Nur die Ruhe. Aber was wird nun mit ihr? Was sie gemacht hat, ist doch kriminell. Hast du keine Idee? Du kennst dich doch aus mit Frauen im gewissen Alter. Mir tut Lydia beinahe leid. Gut, Alfred. Ich denke, wir gehen nachher zur Polizei und melden das Ganze. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Uhr abgeben. Welche Uhr? Rodolfo. Mama, ich gehe ein bisschen mit zu Pia. Ich helfe ihm im Stall. Sag mal, sehe ich recht? Du trägst Hosen? Ja. Ja, Pia steht nicht auf Mini. Das haben wir auch gestern jetzt ausgeprobiert. Sie sieht seit Wochen endlich wieder mal normal aus. Traurige Eiche hat gesprochen. Carlo! Carlo! Frühstück in Kaffee. Ja, endlich! Hab schon gedacht, ihr lasst euren alten Vater verhungern. Hallo, Sportsfreund, alles okay? Alles okay. Igor! Igor! Man muss immer so schreien, schrei doch nicht so! Wenn sie auch noch so schreien, der hört sie doch nicht. Wie wär's mit einem Eimer Wasser? Als Paket, per Post, wa? Igor ist in München. Was? In München? Ja, bei Nina. Er will versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen. Und du hast ihn fahren lassen? Ja, warum denn nicht? Abends pünktlich wieder hier. Und dass ich mal nach Solo tun wollte, weil Tino krank war? Und dass ich in Rüsselsheim den neuen Wagen abholen wollte? Und weißt du noch, als ich Francis besuchte von London aus? Was war das für ein Theater? Na ja, wisst ihr eigentlich, warum der liebe Gott dem Menschen 2 Augen gegeben hat? Damit man mal ein Auge zudrücken.